Die Straßen von Niamey schienen am Sonntag ruhig zu sein, nachdem die nigrische Armee eine Kundgebung zur Unterstützung des gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum aufgelöst hatte. Eine Woche nach Ablauf einer Frist für die Putschisten in Niger, Bazoum entweder wieder einzusetzen oder mit einer militärischen Intervention zu rechnen, zeigen sich die Machthaber nun offen für Diplomatie, um die Pattsituation mit den ECOWAS-Staaten zu lösen. Das gab eine Gruppe hochrangiger nigerianischer Islamwissenschaftler am Sonntag nach einem Treffen mit der Junta in Niamey bekannt. Machthaber General Abdurrahman Tiani habe demnach erklärt, dass seine Tür offen sei, um den Weg der Diplomatie und des Friedens zu erkunden. Der Besuch aus Niger fand zu einem Zeitpunkt statt, an dem die ECOWAS-Staaten alle Optionen zur Wiederherstellung der Zivilherrschaft in Niger prüft. Unterdessen strömten Tausende in Niamey zu einem Konzert zur Unterstützung der Armeeoffiziere, die die Regierung gestürzt haben.